Also ich habe mit der Parade im Stand eigentlich angefangen, weil er so ein bisschen dazu geneigt hat, sich immer gegen die Hand zu drücken. Das sieht man nachher vielleicht auch, weil er wahrscheinlich Quatsch machen wird, das nicht so schön funktioniert wie daheim. Und im Prinzip ging es darum, dass ich wirklich geguckt habe, erstmal eine Parade geben zu können und zu gucken, ob das Pferd wirklich durchlässig ist. Das heißt, wirklich anfängt, die Sprunggelenke und die Hanken, also die gesamten Hanken mit anzuwinkeln und nicht einfach nur sich nach hinten zu schieben. Und dann zu gucken, ob ich irgendwann über den Start zu Levade komme und mir das dann natürlich dann auch in der Piaffe zunutze machen kann. Ich kann es einfach mal demonstrieren. Ich würde jetzt mal an die Bande gehen. Ich denke, es ist erstmal einfacher als im Freien. Dann können wir mal gucken, ob es im Freien. Und das ist das Erste, was das Pferd erstmal lernt, das Tuschieren. Gut. Und das Pferd dabei vorbeugen kann. Und dann eben halt als Nächstes eine Parade zu verstehen. Und die Parade kann ich setzen auf ein äußeres oder auf ein inneres Hinterbein oder eben halt, so wie hier, auf beide Hinterbeine. Dass man aus dem leichten Grunde heran